Einst wurde ich entsandt, um die Menschheit vom Tyrannen zu befreien. Im letzten Monat jeden Jahres flog ich im Schutz der Dunkelheit durch die Lüfte, um die Außerwelten zu jagen. Ich schlitzte meinen Opfern die Bäuche auf. Ich legte Steine hinein und versank die verdorbenen Seelen in einem tiefen Gewässer. Doch die Menschen verstanden es nicht. Sie sahen in mir keine Erlöserin, sondern die Handschrift des Teufels. Und von jenen, denen ich Frieden bringen wollte, wurde ich gejagt. Ich wurde gefasst und mit den schrecklichsten Waffen seiner Zeit bis zu meinem qualvollen Tod gefoltert. Doch der Teufel nahm sich meiner Seele an. Und gemeinsam haben wir einen Weg gefunden, mich an der Menschheit zu rächen. Die Neugier eines jungen Mädchens öffnete mir die Pforte zur Oberwelt. In ihrem Körper sollte meine Seele Platz finden. Zu meinem Schutz wurde eine Leibgarde erstellt. Jene verbannten Seelen, die ich einst tötete, begleiten mich nun auf meinen Wegen. Treue Gefährten, die weder Angst noch Mitleid kennen. Namenlos und ohne Scheu befolgen sie meine Befehle. Mein Name ist Bertha. Man nennt mich die Fürstin der Finsternis.